Hallo und willkommen zu einer weiteren oder einem neuen Manga-Review meinerseits. Ich bin immer noch schockiert. Aber naja. Also heute. Alter, ist es verstaubt. Heute zeige ich euch Bloodlet. Alle 10 Bänder. Also ich werde nicht alle 10 Bänder durchgehen, aber der Manga hat 10 Bänder. Und das Besondere an dem Manga ist zu den anderen, nicht dass er farbig ist, aber seine Seiten oder die einzelnen Bänder haben eigene Farben. Dementsprechend sehen die hier oben auch dann gelb aus. Aber der ist trotzdem ganz normal schwarz-weiß. Moment, ich zeig das da. Oder Moment. So, ihr seht es. So viel dazu. Zur Story werden wahrscheinlich schon viele kennen. Es geht halt um den Vampir, beziehungsweise es gibt da die normale Welt, unsere menschliche Welt und die Dämonenwelt. Da sind die ganzen Dämonen, Vampire, Werwölfe, Geister, sonstigen komische Viecher aussehenden Kack, wie die, was auch immer das alles ergibt. Moment, da haben wir doch sicher was, irgendwas. Ja, Dämonen, die Portale öffnen können. Ogre, Werwölfe, habe ich ja gesagt. Solche komischen Viecher und alles mögliche halt. Und die Dämonenwelt ist halt eben in verschiedene Gebiete aufgeteilt. Süd, West, Nord, glaube ich. Und Osten. Es werden, glaube ich, nicht alle behandelt, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, doch, so heißt er, oder? Ah, Schande über mich, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Wie kann ich nicht wissen, wie der Hauptprotagonist heißt? Ach, egal, wir lesen das mal hier vor. Ich habe meine Reihenfolge nicht in angebracht. Schande. So, willkommen in der Hölle. Die hübsche Fuyumi, das ist übrigens die hier, wird bei einem ungewöhnlichen Höllenausflug Opfer einer fleischfressenden Monsterpflanze und so zum Geist. Zuvor erobert sie aber noch das Herz des Vampirs und Japan-Fans Stats. Achso ja, Stats heißt er. Um Fuyumi ins Leben zurückzuholen, begeben sich die beiden auf eine verrückte Irrfahrt durch Menschenwelt und Hölle. Also die Geschichte fängt eher so an, dass die Fuyumi als Mensch irgendwie mit so einem Portal in die Hölle kommt und dann eben, wie hier schon geschrieben ist, stirbt und als Geist halt übrig bleibt. Und das ist das, der Vampir und der Boss, der seines Dämonenviertels da. Seine seine Region halt. Und der ist halt ein echter Otaku-Fan. Weil der halt in seinem eigenen Zimmer Bücher, Mangas, Spiel und alles Mögliche. Und ja, die erleben halt ganz viel Abenteuer, ganz viel Action ist dabei, ganz viel Kämpfe, gute Kämpfe, gut bezeichnet, finde ich gut. Der Manga kostet pro Band 7 Euro. Ja, 7 Euro. Ist ab 13 Jahren Mystery, würde ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Weil Mystery ist eher so, wo viel Mystisches passiert, aber eher so Rätselhaftes. Ist so für mich das Mystery, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung. ich habe die, wie man hier sehen kann, als Box-Version geholt, was viel günstiger ist, weil ihr dafür nämlich nur 36 Euro bezahlt. Also 5 Bänder, 36 Euro. Da spart ihr euch, glaube ich, ein Band oder so. Müsst ihr euch für sich selbst entscheiden. Der Anime geht auch wie immer eigentlich nur bis zur Hälfte vom Manga. Bei 4 oder 5 ist er, glaube ich, hier. Der Anime ist aber auch nur eine Adaption, weil ich ein Merchandise für den Manga.
Und dann geht es hier weiter. Das Ende war doch sehr überraschend, also hätte ich es so nicht kommen sehen. Daher kann ich ihn auch eigentlich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Für alle, die halt auf Action stehen, auf Fantasy, und mit Fantasy meine ich eben diesen Dämonen, Vampir, Werwolf und so Kram. Nicht im klassischen Stil, aber trotzdem lustig. Edgy ist ein bisschen dabei, ja. Lustig gemacht. So, das war's zu dieser Review. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.